Hallihallo, ich begrüße euch zu diesem Video, das nenne ich Zapfenstreich. Es wird mit Zapfen gebastelt und gestaltet, kreatives Umgehen und ich finde, man hat ja jetzt wirklich die Möglichkeit, Zapfen quasi vor der Haustür zu finden und die mal einzusetzen, ist eine schöne Sache, gefällt bestimmt auch dem einen oder anderen, weil das nämlich auch eine sehr günstige Sache ist. Was natürlich bei diesen Naturmaterialien auch eigentlich das Besondere ist, dass wir heute durch die Heißklebepistole, also durch den Heißkleber, wunderbar die Möglichkeit haben, diese Naturmaterialien toll einzusetzen und wir müssen kein Draht und nicht irgendwie filigrane Sachen uns dazu ausdenken. Also wir haben unsere Heißklebepistole und damit können wir gerade auch diese Zapfen wunderbar aufkleben und haben natürlich da eine tolle Vielfalt. Für die erste Sache mit den Zapfen, habe ich mir ein ganz einfaches Brett genommen, darauf einzelne Zapfen aufgeklebt. Die könnte man jetzt auch so irgendwo hinhängen, in einem schmalen Raum. Ich mache das jetzt als Tischdeko, habe also die großen Zapfen hier drauf und werde jetzt noch einige kleinere Zapfen so ein bisschen höher rausgucken lassen und aufkleben. Und da sagte ich ja schon, diese Heißklebepistole ist ideal dafür, weil man wirklich Sachen befestigen kann, ohne großes Aufhebens. Das Schöne ist, man kann sich auch das vorweg einfach mal erstmal so hinlegen, ob es einem so gefällt. Dann ist der Heißkleber ideal, um da eben ein paar Sachen festzumachen. Ich habe zum Beispiel jetzt gar nicht so einen großen Kleber, so eine große Pistole gewählt, weil ich denke, wenn man jetzt nicht jemand ist, der ständig damit arbeitet, muss man nicht auch so ein großes Gerät einfach da zu Hause liegen haben. Da tut es auch ein kleineres und das ist wirklich, wie gesagt, ganz toll, dieses so festzumachen, dass man auch weiß, so, ich habe jetzt also nicht da jetzt ganz schwierigen Aufwand, um das jetzt festzumachen. Und selbst, also wenn ihr jetzt nicht zu viel Heißkleber benutzt, dann ist es einfach auch so, dass ihr selbst hinterher, wenn ihr mal, solltet ihr mal das Brett oder sowas für was anderes benutzen, ihr könnt das wieder abmachen, denn dann kann man mit einem Messer das unten wegschieben und dann hat man das Brett wieder für was anderes. Und sowas finde ich ja immer klasse, dass man eine Sache auch wieder für was ganz anderes auswählen kann. So. Damit das jetzt auf dem Tisch ein schöner Blickpunkt ist, könnte man jetzt zum Beispiel Sterne noch dazu machen. Ob ihr die festmacht oder nur so hinlegt oder reinlegt, das ist euch ganz überlassen. Das wäre also jetzt hier eine Sternvariante. Genauso ist es denkbar, wenn man jetzt ein Stück Weißtanne hat und sich dann kleine Äste rausschneidet und die noch dazu drapiert, ist auch sehr schön und dann, man muss ja jetzt auch nicht zu viele Äste nehmen, das heißt, wenn gerade in der Wohnung das oft sehr warm ist, dann hat man ja die Befürchtung, dass einfach sehr schnell auch die Zweige trocken werden. Man würde jetzt hier gar nicht viel brauchen und das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante. Genauso gut gibt es aber die Möglichkeit, jetzt auch andere kleine Dekoteile, die man zu Hause hat, schön dazuzustellen oder auch festzukleben, ganz wie man mag.
Und dann hätte man wieder eine ganz andere Variante. Kleine Sterne könnte man auch noch dazwischen tun. Und wie gesagt, immer überlegen, ob man es so haben will, festkleben oder nicht. Ich bin immer dafür, dass man sich eine Sache, die Zapfen sind ja jetzt in diesem Fall festgeklebt, dass man die anderen Sache variabel hält. Denn dann kann man mal immer wieder was dazustellen, was wegnehmen. Und ich finde auch, gerade in der Adventszeit hat man fast täglich oder wöchentlich eine neue Idee und die kann man doch dann auch wunderbar umsetzen. So, also, ihr seht, das wäre zum Beispiel jetzt eine kleine Sache, die auf einem Tisch wunderbar aussehen könnte und es wäre nicht viel Arbeit und vor allen Dingen, man hätte mal mit den kleinen Teilen eine schöne Kombinationsmöglichkeit, die immer wieder neu zu arrangieren. So, jetzt kommt der nächste Vorschlag. Wie kann man so ein Besteck machen? Und das zeige ich euch jetzt. Also, wir brauchen dazu eine ganz einfache kleine Kiste. Ich habe das so, das sind so die Kisten, die man so bei kleinen Mandarinen teilweise bekommt und ich verwahre die sehr gerne. Und diese Fläche hier außen, die wird jetzt ganz geschwind und einfach mit diesen Zapfen beklebt. Also, das ist wieder so nebeneinander und ich glaube, da brauche ich euch gar nicht viel. Da brauchen wir wieder unsere Heißklebepistole und da werde ich jetzt mal euch zeigen, denn die Zapfen und dieses Material von der Kiste, dieses Holz, das lässt sich wunderbar verarbeiten. So, da wieder schön Heißkleber drauf. Und dann ist es einfach die Sache, dass man das ein bisschen vor allen Dingen auch darauf achtet, dass dieser Untergrund hier abschließend ist von dem Zapfen mit diesem Bodendeckel, dass das auch schön dann hinterher zum Stehen kommt. So, und das ist jetzt ganz, ganz schnell dran geklebt und man hält es einfach ein bisschen fest. Den Heißkleber, das muss ich auch nur dazu sagen, also man muss schon aufpassen, das heißt nicht umsonst Heißkleber, weil das wirklich, wenn man das an die Finger bekommt, das ist also ganz schön heftig. Also da sollte man so ein bisschen Geduld bei haben und auch ein bisschen Zeit mitbringen. Und diese Sache schön ein bisschen anhalten, damit es gut miteinander sich verbindet und dann das ringsrum machen und dann hat man eigentlich wunderbar und sehr schnell so eine schöne Kiste, die man natürlich auch noch mit anderen Sachen bestücken kann. Aber es ist gut einzusetzen, gerade für Zweige. Ja, ich würde sagen, das kann der andere, ein oder andere bestimmt bei sich umsetzen oder für sich umsetzen. Und vor allen Dingen, diese Sache wäre auch wunderbar, um auf die Terrasse zu setzen oder im Eingangsbereich aufzustellen. Und ich wünsche euch richtig schöne, schöne Stunden damit und vor allen Dingen viel Spaß beim Selbermachen.